Wow. Ich möchte euch auch einen schlechten Witz erzählen, wo ich das gerade gehört habe. Ja, bitte. Stehen ein großer Bulle, ja, und ein kleiner Bulle oben auf einem Hügel und gucken in das Tal hinein. Überall stehen Kühe. Da sagt der kleine Bulle zum großen Bulle: Hey Bulle, großer Bulle, was hältst du davon, wenn wir uns langsam ins Tal schleichen und eine Kuh ficken? Und da sagt der große Bulle: Wir gehen stolz ins Tal und ficken sie alle. Wir gehen was? Also, ich Warum finde sagst du natürlich denn schon, nix? weil du useless bist. Hä? Dann habe ich Peter auch schon gesagt, dass ich dich nicht mal fragen brauche. Du hast Was ist 180 denn Attack los mit Speed. dir? Was ist... Oh Mann, ey, was bist du denn für ein Teamplayer hier? Was heißt Teamplayer? Das ist ein Free-for-all. Aber Mittlerweile grundsätzlich immer etwas noch oben weniger oben rechts. rechts. Okay. Ja. Okay. Da macht er nichts. So, wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade auch nicht. Den auch nicht Na, mehr. vielleicht rennt er wieder rum oder so. Stimmt. Also, solange er nicht rumrennt oder so, werde ich ihn. Also, wenn ich ihn sehe, habe ich ja gesagt, sage ich jedes Mal Bescheid. Okay. Verrückte Giraffenzebra. Ein Chinchilla dreht durch. Das kann mir doch keiner erzählen, dass jetzt ein Chinchilla hier durchdreht. Greift es jetzt die Karawane an? Jo! Der Sphäre hat ihn gemacht, jawohl! Ah! Und Partyprinz, er wollte Partyprinz, glaube ich, angreifen. Der Chinchilla. Was ist los mit ihm? Jay, du hast wirklich jetzt wirklich beide Städte wieder verloren. Du bist der schlechteste Eroberer. Jetzt gehört Original. Der Move! Jetzt gehört Oh, Shizuka sorry. zu Mike. Zendaya hast du Was? auch verloren. Was? Was passiert? Aber es ist ja fantastisch. Och Mann. Hä, was denn? Ja, das ist so Hast du mir geil. gerade echt Shizuoka erobert? Nein, das war die Loyalität. Ja? Das weiß ich wirklich? Alter Der ist doch Schwede, gesunken ey. die ganze Zeit. Ja, ich Was ist denn weiß, da bei aber euch da los? stand drin, dass das mehrere Runden sind und da ist plötzlich eine Mus Nicht gut, nicht gut, nein! Das ist mein Fehler gewesen. Oh mein Gott. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh mein Gott, es tut mir so leid an alle. Ich hab Max rausgekegelt. Verarschen. Das Keyboard ist nicht da. Nina ist gerade mit Julius unterwegs bei den Schwiegereltern und da hat die das mitgenommen. Jetzt kann ich euch das nicht zeigen. Das holen wir nach. Das holen wir aber nach. Das holen wir nach. Ich beweise, dass ich besser alle meine Entchen auf Julius seinem Keyboard spielen kann als Nina. Beweise ich euch. Mal einen Blick auf deinen Siedler. Das ist dein Toter hier. Das ist dein Toter. Der ist du auf dem Gewissen. Hat er den gerade einfach umgebracht, oder Ich was? bin Okay, also Gegenverhandlung gibt's nicht. Bei dir gibt's nur Ich das habe schlimmste Peter schon Zeichen von richtig dir ever. bezeichnet. Ich habe Eine Peter schon richtig Qualle und ein bezeichnet. Kotaffen sonnen sich am Strand mit Puff. Das sieht aus wie diese. Kennt ihr diese Quallen, die sich so aufpusten? Ich weiß nicht, wie die heißen. Das sind die giftigsten Tiere der Welt. Diese königlichen. Wie heißen die Dinger? Sorry, Feueralarm kurz. Warte mal, wie heißen die? Wie heißt diese Qualle? Alter. Weißt So schön, du, wie die heißt? Die ey. spanische Galeere oder so, oder? Spanische Also, ich hab nicht Galeere. zugehört. Nicht richtig geil. Keine dunkle Bade. Der Feind meines Feindes ist mein Feind, oder? Nee. Der Feind meines Feindes ist mein Feind. Der Freund meines Feindes Also, ist mein Feind. der Feind meines Feindes ist mein Feind. Oh Gott. Das ist sehr überzeugend, kann ich Und nur gegen sagen. den verlierst du, Nils. Ja, ich weiß. Ich kann es Der schwer Feind rechtfertigen. meines Feindes ist. Da kriegst du einen Du von bist die Latz geballert. Beste. Du bist die Dankeschön. Okay.
gar keine Nachtschattengewächse. Na, gehst danke, wieder. Nein, danke. Genau, und nicht vergessen, ne, betet zu Gott, dass die Muschi eng ist. Alter. 13 oder so. Geil. Stark. Okay, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war. Danach spiele ich mir einen Pipi, Mann. Oh. Das ist ein viel Geräusch von Jonathan. Oh. Da geht die Runde auch im Schnitt 15 Sekunden. aber jetzt warte ich auf Sepp. Du hast mich eben gedisst. Du hast eben gesagt, hier, zwei Diplomatie im Gutenberg, der große WB macht mich alle. Das geht gar nicht. Also irgendwann habe ich die Faxen nein. Dicker einfach. Ja. Endlich, endlich passiert da mal was. Hier wird Nägel mit Köpfen gemacht, wird hier. Krass. Okay. Alter. Nice. Weißt also, jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Auch noch nicht gehabt hier. Okay, krass. Aber kann ich die blocken? Ah, ich kann Pfeile blocken, wird hier geschrieben. Okay, das wusste okay, ich nicht. Okay, wie ich jetzt? Moin! Hui Bubu! Hui Bubu? Hat der da fünf Würfel in der Hand? Der hat Brüste im Gesicht. Was? Oh nein! Jetzt kann ich das nicht mehr. Oh nein! Peter! Die armen Kinder, die hier zugucken. Hm. Alter, wer nennt denn auch bitte, Team wer nennt denn sein Enten. Team die Enten? Ja, richtig, oh, wir sind die Enten. Krass, nein, die da krieg ich aber Angst. Enten. Bin kurz impfen. So, schwarze Strafe aufs Bar tut extrem weh. Oh ja. Das sind halt gleich mal anderthalb Minuten weg. Oh! Ist der Server bei mir Hallo? Ja, ja. Hallo? Oh, bei dir fliegt Michel. Was ist denn jetzt los? Krieg ich ein DC? Ich hatte noch nie einen Disconnect, damit hatte ich noch nie Probleme. Ich hatte wirklich noch nie einen DC. Also, mein Internet funktioniert auch gut. Was mache ich jetzt? Schon rausmachen. Ich muss doch mal einen Klingelton. Oh, ich jump mal Sparabo damit. Bram, da kommt ein Bus, pass auf. Ja, ich jump hier über die. Bram, was machst du da? Bist du müde oder was? Oh, oh no! Alter, Michael Bay, was war das? Wir hatten nur drei Runden eingestellt. What the fuck? Zweiter, not bad. Alter, also durchfahren kann ich die Kurve, aber... Ui. Autsch. Bist du wieder? Du Schwein! Du hast meinen Christian angegriffen! Ah! Alter, du kleines Dreckspiel! Alter, wie viele! Tschüss! Stirb! Bastard! Der hat auch Lichthupe gemacht, die Sau! Lichthupe! Gucken wir erstmal, ob wir Schaden bekommen haben. Okay, wir haben leichten Schaden. Das ist aber wirklich nicht wild. Hühner geben Milch? Ich dachte, das waren Kühe. Wo war denn dieses Scheißloch? Hier hinten. Oh Gott! Ich weiß nicht, was ich mir da gerade bei gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich habe nicht mal ein Schwert. Oh, ich habe ja ein Schwert. Oh. Eins. Was geht ab, ganz schnell? Kommt zurück zu der Fuck ab. Oh, war ja. Lala. Guck mal, das sieht aus wie in Disneyland hier so ein bisschen. Muss man irgendwie Luft in die Reifen bekommen. Ich wollte auch schon pusten. War doch Dizzy, der jetzt geblasen hat. Ja. Das hab ich gefühlt. Oh, das hast du sogar gefühlt. Ah, ja, ja. Nice. Benutzt habe. So, ich will jetzt Neins hören, Adua. Nein. Adu, geht's dir gut? Nein.
Ah, okay. Arthur, willst du ein Eis? Nein, nein, nein. Warum denn nicht? Sollen wir uns mal wieder treffen? Nein, nein, nein. Oh, ach komm. Nein, 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 nein. Belastend. Ja, okay, Affe, enttäuscht mich ausnahmsweise. Und eine 1 wäre ja auch okay für dich. Ja, das stimmt. Eins oder drei? Das ist nur keine 2 wäre scheiße. Nur die 2 wäre kacke. Alles andere ist super. Dieses Dreckspiel! Das, Leute, das ist das Gesicht, was ich sehen will, hier bei den Reacts, die wir haben. When people die inside. Das ist es. Prägt euch das ein. Oh, geil. Hier, viel zu viel Spaß. Das kann nicht so schwer sein. Du hast hier so ein Kissen, das wirfst du hoch und dann fängst du das. Geil. Ich bin besser als Matteo. Dürfte dem gerne mitteilen. 5-mal besser als Matteo. Ich will schon wieder Lex. Seht ihr das schon? Oh! Das muss ganz dringend los. Da muss ich aber ganz dringend los, Alter. Das ist eine Kunstform, die ich niemals verstehen bzw. beherrschen werde, weil ich einfach also die absolutest linkesten Hände im habe in solchen handwerklichen Sachen, die man sich vorstellen kann. Also ich kann zwar einen Nagel in die Wand hauen, aber sobald das um Feinarbeit geht, ist das, als würde ich mit einer Kettensäge versuchen, irgendwie eine Tüte Milch aufzuschneiden. Deswegen habe ich vor sowas immer sehr großen Respekt.